Also, ich fand das mit dem Dribbling cool und das mit dem Hochhalten. Also den ganzen Parcours, das hat mir am richtig viel Spaß gemacht, weil ich auch schon richtig viel geübt habe. Ich fand am Parcours schön, dass mal was Abwechslungsreiches ist zum Training. Die hatten alle eine totale Freude an dem Parcours und das war echt super. Und nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall auch nochmal dabei. Ja, es war einfach schön, dass wieder was angeboten wurde und ja, dass wir für irgendwas üben konnten, so wie auf dem Spiel irgendwie. Super, dass ihr an einem Netcologne-Cup hier vorbeigekommen seid und die Kiddies konnten da richtig mal Action machen, auch wieder zusammen als Mannschaft. Also es ist für die Kinder total wichtig gewesen, gerade wegen der Corona-Pandemie, endlich mal wieder einen Wettbewerb zu haben, dafür zu fiebern, darauf sich vorbereiten zu können, so auf den einen Punkt hinzuarbeiten, das hat ihnen richtig gut getan. Ich fand's cool, dass man mal so wieder unter Wettkampfbedingungen verschiedene Disziplinen machen kann und auch mal so den Wettkampfgeist noch mal beweisen kann. Und dass wir halt jetzt den ersten Platz gemacht haben, ist halt schon ziemlich cool. Das ja wirklich durch Corona so stark geprägt war. Mit vielen Einschränkungen ist es natürlich ganz besonders toll gewesen, dass wir diesen Talentcup in den Vereinen vor Ort umsetzen konnten. Und wie man hört, feiern die Kinder ihren Erfolg. Und dafür, für die Kinder und für die Vereine, machen wir das mit Leidenschaft.